Wo ist denn mein Schiff? Ach, wieder? Nein, ich will da rein. Wo bin ich? Da. Bereits an dieser Position. Okay. Und was mache ich jetzt? Was muss ich denn hier machen? Muss ich hier so hinfliegen oder war das hier los? Ich verstehe nicht, es ist zum Andocken, ne? Das ist nicht richtig, was ich hier mache. Okay. Ich verstehe nicht, was wir hier machen sollen. Okay. Ich gehe noch mal auf die Karte. Den kann man ja mal scannen hier. Oh. Aha. Das hätte ich jetzt natürlich nicht machen sollen. Das war jetzt nicht meine Aufgabe, aber ich finde das ein bisschen doof, dass ich mich nicht sehen kann hier, weil wo ist denn diese Sternenwerft? Das verstehe ich nicht ganz. Das ist ja da. Aber warum? Was soll ich denn hier machen? Oh, ich bin aufgestiegen. Level 5. Okay, ich bin jetzt hier an dieser Sternenwerft. Und das sieht aus wie so eine Dockingstation. Aber ich kann hier nichts machen. Ich kann hier nicht andocken. Auch wenn ich den Scanner öffne und das genau angucke, dann steht nur, dass es eine Sternenwerft ist. Okay. Gibt es denn hier eine Oberflächenkarte? Landeziel festlegen. Maus 1. Muss ich da auf dem Mond landen hier oder was? Du kannst hier nicht landen. Hä? Ich verstehe nicht, was ist hier los? Bewirb dich. Das ist auf dem Mars? Also ich verstehe nicht ganz, was hier los ist. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ich glaube, ich muss über das Menü, über das Missionsmenü, muss ich den Kurs festlegen. Und dann R und dann. Geht auch nicht, ne? Also irgendwie kann ich da nicht landen an dieser Sternstation. Also L, hier ist die Mission, bewirb dich auf den Job als Assistant. Und dann... Dafür soll ich mich über das System bei der Deimos Sternwerft als Chefassistent bewerben. Und dann... R? Geht nicht. Und dann kann ich einfach nur, wenn dann einen Landeplatz festlegen. Geht aber nicht. Und das war's. Dann muss ich ja also hier, wo ich bin, aus dem Raumschiff mit jemandem reden können. Ah, da, und jetzt. Also das war doch die ganze Zeit nicht da. Ich habe jetzt einfach E gedrückt. Das ist ja wohl. Das ist ja wohl. Freaky, was ist das denn? Voll verwirrend, wie das jetzt auch aussieht. Boah. Was ist das denn? Einsteigen, abdocken. Ja, dann einsteigen jetzt, ne? Also das war jetzt ein bisschen krampfig, fand ich. Ein bisschen sehr krampfig, muss ich sagen. Von daher bin ich froh, jetzt hier zu sein. Hey! Das ist doch Todd! Deimos war die robustesten Schiffe der besiedelten Systeme. Vermutlich sind sie deswegen bis heute der wichtigste Lieferant der UC Navy. Alles klar. Okay, dann. Verkaufsterminal. Jobangebote, Chefassistent. Wir suchen einen hochmotivierten Chefassistent oder eine Chefassistentin. Assistentin.
Assistentin. Für das Tagesgeschäft eines Mining-Unternehmens. Vorige Erfahrung in einer ähnlichen Position ist wünschenswert, aber nicht erforderlich. Quereinsteiger sind willkommen. Der Umzug nach Cydonia ist Voraussetzung. Ein unbezahltes Praktikum mit der Chance auf anschließende Übernahme ist möglich. Also dann leben wir erstmal auf dem Mars. Okay. Pflichten und Verantwortungsbereich. Administrative Hilfe, Organisation, Buchhaltung. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla. Okay. Und jetzt? Zurück. Kann ich mich drauf bewerben? Ach da. Ja, auch bewerben. Über wie viele Erfahrungen verfügst du als Assistent in der Verwaltung? Chefetage oder andere Unternehmensabteilung? Ja, gar nicht. Ich bin Quereinsteiger hier. Was ist dein höchster akademischer Abschluss? Ja, genau. Ich weiß ja nicht, was ist der für ein. Ich kenne mein Vorleben nicht, ich weiß gar nicht. Man, sowas hat man sich nicht ausgewählt, ne? Um deine Eignung für die Position zu ermitteln, folgen nun eine Reihe von Fragen. Bitte antworte ehrlich und gewissenhaft. Der Boss bittet dich um ein Whisky-Need. Was bedeutet das? Ja, echt, was bedeutet das? Das ist eine Fangfrage bei der Arbeit. Gibt es keinen Alkohol? Gibt es ein Alkoholverbot? Etwa 43 Milliliter Whisky in einem Glas auf Raumtemperatur. Ein volles Glas Whisky mit zwei gekühlten Whiskysteinen. Zwei Finger Whisky mit zwei Tropfen Wasser in einem gekühlten Glas. Das ist genauso wie bei diesen blöden Einstellungs-Eignungstest bei Fallout. Ein VIP-Kunde trifft ein, oh, der einen Termin mit dem Boss hat. Dieser verspätet sich jedoch unerkennlicherweise. Was solltest du tun? Den Kunden mit Witzen unterhalten, bis der Boss eintrifft. Verschieben, Kunden Getränke anbieten, nichts tun ohne Erlaubnis vom Boss sollte ich nicht mit Kunden reden. Ja, das, ne? Ein bisschen was zu trinken anbieten und sagen, der Chef ist gleich da. Der Boss muss zu einem wichtigen Meeting auf einem anderen Planeten, doch sein Schiff hat eine Fehlfunktion und kann nicht starten. Wie reagierst du? Altes, ramponiertes Schiff, den Kunden kontaktieren, Meeting verlegen mit dem Unternehmensbudget, ein teures Schiff, das Schiff abschleppen, zur Werkstatt bringen. Die Verspätung ist nicht so schlimm. Ja, kann man nur verlegen, ne? Während du dich um die E-Mail deines Bosses kümmerst, stößt du auf eine weitere Mitteilung. Jemand hat Infos, die den Boss belasten. Oh Gott. Aha. Absender blockieren, den Boss in der Hoffnung auf eine Gehaltserhöhung erpressen. Ich weiß nicht, das erste. Dein angetrunkener Boss kontaktiert dich mitten in der Nacht und bittet dich, ins Büro zu kommen. Okay. Weiterschlafen. Nee, weiterschlafen, wenn er besoffen ist. Bitte beachte, dass alle Antworten endgültig sind und für die Bewerbung geprüft werden. Falls du jetzt eine Antwort ändern willst, wähle Neubeginn. Ja, das reichen wir so ein. Danke für dein Interesse an deiner Bewerbung. Wir werden dies gründlich prüfen und dir anschließend Bescheid geben. Danke, dass du dich für Deimos entschieden hast. Okay. Super. Ist hier noch irgendwas? Wir gucken uns hier nochmal um. Was ist denn hier Willkommen los? bei Demos. Hi. Das ist das Herz der UC. Okay. Nikao Was Henderson. ist das denn? Ein Zivilist in meiner Sternenwerft? Deimos rühmt sich, die erste und letzte Verteidigungslinie der UC im All zu sein. Aber wir schützen und bewaffnen auch gerne mutige Unternehmer, die ihre Geschäfte in den Sternen machen. Ist ja klasse. Aha. Deimos hat Raumschiffe für alle Ansprüche, auch wissenschaftliche. Vielleicht können wir Aber hier so wofür ein wir bekannt und worauf wir ausgelegt sind, ist Kampf. Deimos Kampfschiff Raumschiffe kaufen. waren häufiger im Einsatz als die Schiffe unserer Wettbewerber. Ja. Das ist ein wirklich In beeindruckender Ort. unserer Sternenwerft wurde Geschichte geschrieben. Das Dann ist super. besorgen wir dir mal ein Schiff. Eines, das Ja. deiner würdig ist. Das ist super. Zeig doch mal, welches Schiff ihr im Angebot Die beste habt. Entscheidung des Jahres. Oh, ein Longsword. Was haben die da noch? Hoplite. Phalanx. Gladius. Und die Aegis. Okay, das kostet 207.150. Was haben denn die anderen Schiffe für Preise?
86.000. Was habe ich? 18.000. Ja, das wird wohl nichts, ne? Alles klar. Ich danke dir. Entschuldigung, dass ich Ihre Zeit verschwendet habe. Oh, Entschuldigung. Ja, ja, klar. Ich habe nur nicht genug Geld. Oh, man kann sogar rausgucken. Ist ja faszinierend hier. Ah, ich finde, das sieht echt sehr schön aus, so die Inneneinrichtung und wie alles hier rumsteht. Bist du hier genau richtig? Habt ihr gute Waffen? Todd, was sagst du dazu? Deimos auch nur annähernd das Wasser rein. Du solltest dich geehrt fühlen, hier zu sein. Okay, okay, okay. Also die bauen hier nur Schiffe, Waffen nicht. Also Handfeuer, Waffen. Schiffswaffen bauen die wahrscheinlich auch. Das Gefühl, im Cockpit eines Longsword zu sitzen, einfach unvergleichlich. Ja, das hat mich auch interessiert, das Schiff. Aber ich habe auch gedacht, die haben hier vielleicht so Mods zu verkaufen. Oder sowas. Bessere Waffen für bestehende Schiffe. Das sind heilige Hallen. Ja, sieht cool aus, sieht cool aus. Bist du hier wirklich richtig? Ja, und ob ich hier wirklich richtig stehe, siehst du, wenn das Licht angeht. Okay, dann würde ich sagen, ja, gehen wir direkt ins Cockpit. Dann können wir hier abdocken. Jetzt wissen wir für die Zukunft auch, wie das geht, nach dem Gekrampfe. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Ich habe, glaube ich, E gedrückt. Ja, ich habe, glaube ich, die Station angeguckt. Genau, warte mal. Ich habe, glaube ich, die Station angeguckt. Ah, jetzt hat er uns so ein bisschen wegteleportiert davon. Genau, ich habe einfach... Genau, du guckst die Station an, drückst E, ne? Voll bescheuert. Zeig da einem nicht mal an. Wer ist er? Handel, Atlas. Aber man kann nicht das Ziel angucken und dann auswählen, zum Beispiel um da schnell hinzureisen. Man muss immer wirklich auf die Karte gehen. Oder kann man das mit, auch mit E machen? Vielleicht geht es ja auch mit E, wenn man das anguckt. In dem Cursor. E. Reisen, ja. Doch, es geht. Also E ist auch eine super wichtige Taste im Weltraum. Ja. Alles klar. Danke. Alles klar. Ja, und dann muss man zur Karte. Und dann muss man sich das auswählen hier. Und X drücken. Es ist etwas umständlich gemacht, aber der E-Knopf ist auf jeden Fall schon mal eine Abkürzung. Oh, 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 wir sterben. Das meine ich, ey. Was ist das? Was soll das? Hilfe! Unglaublich. Das meine ich, ey. Das muss der doch automatisch anziehen. Kann doch nicht sein, ich sterbe hier während der Ladesequenz. Könnt ihr mal bitte wieder herstellen hier? Oder muss ich jetzt erstmal meinen Anzug anziehen? Der muss auch mein Leben wiederherstellen. Ja, hier kann ich doch entspannt und unbeschadet. Ah, jetzt ist das Gelbe weggegangen. Okay. Das ist ja auch ätzend, ne?
total blöd. Aber ich glaube, ich konnte aufsteigen. Ja, ein Skillpunkt habe ich. Okay, was haben wir denn hier? Also physisch ist dann immer so... Schleichen, Wohlbefinden, Entsperren erhöht die maximale Gesundheit um 10%. Okay. Angriffe mit Nahkampfwaffen. Nee, Laserwaffen. Ja. Laserwaffen verursachen 10% mehr Schaden. Ja, okay, das nehme ich. Zack. Ich glaube, man schaltet eh alles frei, ne? Ist jetzt nicht so ausschlaggebend. Kann man ja Medipack jetzt nehmen. Zack. Oh. Oha, warum springt er denn einfach? Chill mal. Ich dachte, er stirbt jetzt. Die mit ihren Steinhaufen hier unten, ne? Hier ist doch gar nichts mehr. Glaub, keine Sorge. Wir sorgen dafür, dass du den Job kriegst. Ah, okay, ich habe mich beworben. Okay, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass du angeheuert wirst. Dafür müssen wir deine Konkurrenz ausschalten. Okay. Dafür musst du dich am Terminal der Personalabteilung anmelden. Im Büro oben in der Hauptetage. Okay. Wenn du die anderen Bewerbungen im System löscht, ist dir die Stelle sicher. Okay. Machen wir. So gefällt mir das. Glaub mir, so ist allen geholfen. Das ist gut. Übrigens ist das Personaler-Passwort Passwort, nur rückwärts. Ist Tia total echt stolz drauf. Sie wird in der Happy Hour ziemlich gesprächig und laut. Ein Wunder, dass ihr Passwort inzwischen nicht jeder kennt. Sollte jedenfalls einfach sein. Viel Glück. Okay. Habe ich gemacht. Machen wir, meine ich. So, jetzt müssen wir nach oben. Können wir hier den Fahrstuhl irgendwie nehmen? Ich habe hier gesehen, hier ist ein Fahrstuhl irgendwo. Was ist das denn? Die Tablet? Sind kein normales Stehlen. Nee. Man sieht es in ihren Augen. Ja, die sind... Nicht her. So ist es. Ah, sag ich doch, Aufzug. Zack, Sarah wird wieder teleportiert. So. Dann verschaffen wir uns mal einen kleinen Vorteil. Wusstest du, dass Deimos den Großteil der Schiffe für die UC Navy baut? Das ist ein extrem lukrativer Großauftrag. Okay. Ich hätte gerne eine Waffe. Eine neue. Aber hier liegt auch gar nichts rum. Okay, Deimos Computer der Personalabteilung entsperren. Achso, wir haben ja das Passwort. Alles gut. Bewerbungen. Ne, das meine. Okay, alle anderen Bewerbungen löschen. Ja. Jo. Erfahrung keine. Nix. Okay. Okay. Alles klar. Das war's. Sarah, was hältst du davon? Sarah. Alles fit? Okay. Ja, bei dir auch? Kann ich den Fahrstuhl wieder nehmen? Ist schon sehr nervig, da immer die... Ne, das ist der Wohndistrikt. Wo war denn der Fahrstuhl? Das, ne? Elevator. Und wo waren wir? Ganz unten, ne? Bestimmt. Ja. Super. Hey, Resco. Glaub mir, keine Sorge. Wir sorgen dafür, dass du den Job kriegst. Und ich habe hervorragende Neuigkeiten für dich. Ich habe gerade gesehen, dass du Peters neue Assistenz bist. Super. Alles klar. Jetzt wird es leicht. Du arbeitest einfach für Peter und wenn du an seine Terminal-Nachrichten kommst, siehst du meine Anfrage. Ja. Du musst nur meine Anfrage genehmigen und dann machen wir gleich weiter. Dann holen wir uns neue Ausrüstung und zeigen denen oben, wie es gemacht wird. Na easy, ne?